Okay, dann nochmal für YouTube. Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir wieder ein paar schöne Sammelkarten auf. Und zwar werde ich heute mit Kilian in OP05 reingehen. Ich habe zwei Boxen von den Card Buddies rumgeschickt bekommen. Das ist das beste Set, was wir bisher hatten, weil hier gibt es eine Karte drin. Ich glaube, es ist ein Luffy, bei dem eine Unterschrift drauf ist. Ich glaube, die geht für über 1000 Euro, wenn man die ziehen sollte. Die ist natürlich aber unfassbar selten. Kilian wird uns da gleich ein bisschen mehr zu erzählen. An der Stelle auch nochmal, ich weiß nicht, wann das hier auf YouTube kommt, aber falls es vorher kommt, nochmal, 5. November, 14 Uhr, Sonntag. Tragt euch das in euren Kalender ein. Da geht mit Dalu zusammen im Shop der Card Buddies eine First Edition Base Set Boosterbox auf. 5. November, 14 Uhr geht der Stream live. Wenn ihr das noch nicht im Google-Kalender habt, tragt euch das ein, das wird geisteskrank. Die hier ist schon leer, oh Gott. Das war die, die ich damals aufgemacht habe, aber eine ungeöffnete First Edition Base Set Pokémon Box geht auf. Und ich habe noch was Neues bekommen von den Card Buddies, wo wir auch bald reingehen mit Dalu zusammen. Es ist nach Monaten mal wieder soweit. Ich habe eine neue Vixos Box und ich hoffe auf ein paar spielstarke Karten. Das aber beim nächsten Mal, wenn Dalu Zeit hat. Um 14 Uhr. 5. November, 14 Uhr. So, ich hoffe, dass wir heute ein paar schöne Karten ziehen. Damit ich nicht ihn hier machen muss heute. Weil bisher hatte ich mit Kilian sehr viel Pech bei den One Piece Karten. Deswegen bleibt die Windmühle heute hoffentlich stecken. Und wir gucken mal, was wir heute nicht aus einer, sondern aus zwei Boxen Schönes rausziehen können. An der Stelle natürlich ein fetter Shoutout. Schaut bei den Card Buddies vorbei. Das ist der Shop. Da werde ich mit Dalu dann am 5. November auch vor Ort sein. In Hanau, neben Frankfurt ist das. Die First Edition Base Set Box aufmachen. Und die findet ihr unter Ausrufezeichen CB im Chat. Kurz für Card Buddies. Auf YouTube in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr natürlich 5% sparen, wenn ihr meinen Code Treluxe nehmt. Da gibt es Pokémon, da gibt es Dragon Ball, da gibt es Yu-Gi-Oh!, da gibt es One Piece. Es gibt Vixos. Bald hoffentlich auch wieder Disney Locana, ist natürlich immer ausverkauft. Magic the Gathering, Sammelkarten super. Gibt es alles bei den Card Buddies. Wenn ihr vor Ort vorbeischauen wollt, könnt ihr auch bei Hanau vorbeischauen. Im Shop der Card Buddies, so sieht das aus. Super geiler Shop. Da werden wir dann sitzen und das First Edition Base Set aufmachen. Und wir machen heute One Piece OP05 auf. Was, wenn dieses Video auf YouTube kommt, glaube ich auch wieder als Display verfügbar ist. Die sind super schnell ausverkauft gewesen. Aktuell kriegt man noch ein paar Einzelbooster. In zwei Tagen, glaube ich, 28. Oktober, glaube ich, der Tag, wo die wieder restockt werden. Also schaut da mal vorbei, ne, wenn ihr jetzt hungrig auf One Piece seid, sollte es dann wieder geben. Und bei Pokémon, aktuell Brand heißt der Shit hier, 151. Da werden wir dann auch nochmal was von aufmachen. Genau. Das ist heute geplant. Ich werde noch einmal kurz in den Nightbot gehen und den Roman von den Card Buddies reinmachen. Dann gehe ich mal zu Kilian ins Voice. Und dann schauen wir mal, ob wir heute ein bisschen Glück haben. Also irgendwann muss es doch wirklich mal passieren, dass wir hier was Schönes rausziehen. So. Sleeves habe ich auch. Sleeves habe ich parat. Zwei Boxen. Abfahrt. Hello. Hallo. Yo. Oh. So, ich hab mich vorhin einmal kurz selbst gespoilert. Ich habe einmal geguckt, da sind zwei krasse Karten drin, richtig? Zweimal Luffy, eine Autogramm und eine. Vier eigentlich. Also es gibt drei Manga-Karten in dem Set und einmal die Autogramm-Karte quasi. Aber die gibt's quasi halt nochmal ohne Autogramm, aber mit Autogramm ist halt natürlich krank. Okay, weil auf der Seite, wo ich war, waren da, keine Ahnung, was das für eine Seite war, die kannte ich nicht, stand, dass da zwei Karten dabei sind, die $1000 wert sein sollen. Ja, also vom Preis her über 1000 ist dann ja diese Oda-Karte und halt die Manga-Karte von Luffy halt mit hier GF5 drauf. Die ist noch ein bisschen teurer als die anderen zwei Manga-Karten. Okay, so, jetzt bin ich gespannt. Da haben wir so oft darüber gesprochen. Jetzt ist es soweit. Das erste Pack hat ein bisschen einen wegbekommen hier oben. Aber ich glaube, das ist nur die Hülle. Okay, ja. Abfahrt. Einmal Lore-Manga, einmal Kid-Manga und einmal Luffy-Manga. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Also ich weiß, Manga-Karte weiß ich, aber... Die drei Personen... Also ich habe geschaut, also die Oda-Karte, diese Special mit allem drum dran, ist ungefähr einmal
in 50 Cases drin. Und in 50 Cases sind ja so, sind 12 Boxen drin. Also alle so 500 Boosterboxen oder was ziehst du die vielleicht. Also die okay. ist krank. Das finde ich aber geil, dass es da so ultra kranke Hitraten gibt. Ja. Zordu. Pack die mal so beiseite, kann ich dann in Ruhe sleeve, weil heute machen wir ja richtig viel auf. Deswegen habe ich auch die Kamera mal ein bisschen weiter weg gemacht. Weil bei zwei Boxen wird ja nachher einiges liegen. Ja. Ja, weißt du was? Bolus kann ich doch mal wegsleeven. Aber mit zwei können wir heute auf jeden Fall immer mal so eine Leaderkarte ziehen. Es gibt auch so, gibt auch in dem Set Special, so Special Rares, die sehen auch, finde ich, insane aus, weil die so richtig kranke Hintergründe haben. Also zumindest ein Hit muss jetzt mal dabei sein, ja, der ein bisschen besser ist als das, was wir bisher gezogen haben. Danke, Rollerkalle. Ja, das Set ist, glaube ich, wirklich jetzt bis Abstand finde ich das Geilste. Da hast du echt Krankkarten drin. Also ich habe nur gegoogelt, OP05 Big Hits und die ersten Treffer waren This is the sickest set of all time und so. Also das sind echt, also die Karten, da gibt es so viel kranken Shit. Das waren Eventkarten, ne? Ja. Hast du auch mal ein paar von? Da gibt es diese Special Rares, das sind anscheinend solche Reprints von älteren Sets. Und dann haben die halt noch so Hintergrund, die musst du echt mal so angeguckt haben oder so live mal gesehen haben, die Szenen halt, also das ist halt richtig geil. Bei den Eventkarten oder was? Das sind so Special Rares. Achso. Die sind quasi Reprints von manchen Charakteren aus älteren Sets, die jetzt quasi nur so an einem Hintergrund da sind, alles. Das ist richtig geil. Das habe ich gerade wollte ich mich erinnern, was Sascha nochmal gesagt hatte, wann die wieder im Shop kommen. Neun Monate, November quasi, Anfang November, glaube ich, hat er gesagt. Ja, OP05 kommt Ende des Monats nochmal was rein. Und ja. OP05 Englisch erscheint Anfang Dezember. Dezember, okay. Da bin ich auch mal gespannt. So, diese Manga-Karten, die sind quasi, kriegst du eine alle so 60 Booster-Boxen oder sowas. Das ist natürlich auch ziemlich selten, aber das geht eigentlich. Und für sich finde ich es ja geil, weil bei Pokémon, ja gut, da hast du eine Secret Rare pro Display, aber das ist ja nochmal ganz anders. Ich glaube, bei Yu-Gi-Oh! Diese Ghost Rares und so, die sind halt auch so richtig selten, dass du da ein paar Displays aufmachen musst, bis du sowas irgendwann mal hast. Aber das eine in, was weiß ich, 40 Cases oder was es war, ist natürlich insane. Ja, das ist echt krank. Weißt du, ob man bei den Card Buddies OP06 vorbestellen kann? Ist das schon angekündigt, OP06? Davon wusste ich noch nichts oder hab auch nichts gesehen zu. Nur nach. Was hat auf der Seite sehe ich noch keinen OP06. Voraussichtlicher Versand 15.03. sehe ich bei manchen hier. Also im März ungefähr kommt es dann. Also die haben auch auf der Seite oft die Möglichkeit, dass du Sachen vorbestellst. Sehe ich jetzt aber auf jeden Fall noch nicht als gelistet. Mit denen nicht wahrscheinlich. Vorbestellung, hier kannst du drauf drücken. Vorbestellung. Blank bei Legends. Pokémon sich viel, Yu-Gi-Oh! Pokémon und Yu-Gi-Oh! Halt, das ist Englisch hier. Ist ja gar nicht. Japanisch kommt Dezember. Oh lol, was ist denn das für eine Karte? Contoto. Das ist doch Koala. Was Besseres, oder nicht? Mhm. Weil es so Full-Art-mäßig über den Rand geht? Das ist dann... Aber ich... Guck mal, hat der unten ein Sternchen? Nee, das ist jetzt... Nein. Das ist dann quasi nur hier Super Rare, glaube ich. Das ist nicht die Alternate-Form davon, leider. Ja, ist eher Super Rare, ja. Koala, das ist auch nice. Das ist generell in diesem Set ganz viele von den Revolutionaries. Ziemlich cool. Mal ganz kurz hier in meine Audio-Settings gucken. Ja. Die andere, ist sie. Nochmal, alle Leute, die es gerade im Chat machen, auf YouTube sieht man es ja gar nicht. Gerade gibt es die Twitch-Funktion, dass du Leuten zu einem Partnerjubiläum gratulierst, aber das ist fehlerhaft bei mir. Ich bin im September 2014 Partner geworden. Und ich vermute, dass im Oktober 2017, das war der Zeitraum, wo mein Twitch-Name geändert wurde, von Trilux Live auf Trilux. Und damals musste das manuell gemacht werden. Ich habe damit auch alle meine Analytics im Partner-Dashboard verloren, weil die dann full resettet wurden.
Ich glaube, dass das deswegen jetzt im Oktober ist. Auf jeden Fall stimmt es nicht. Kenn ich den? Mir kommt mir das Face bekannt vor. Der Admiral, der kommt erst. Nee, also der kommt, ist hier Dressrosa schon ein bisschen weiter. Okay. Der ist erst ein. Ja, ich weiß, kannst du dir überhaupt die ganzen Admiräle, die kamen. So einen hast, kennst du auf jeden Fall, der kam recht früh dran. Aber in welcher Staffel war es denn ungefähr? Ich könnte ja nicht mal sagen. Ganz, ganz am Anfang gab es einen, der mit seiner so Eis kreieren konnte. Müsste ich sehen, glaube ich. Aokiji, aber der ist, glaube ich, nicht in dem Set drin. Kusan. Also den, der kam recht früh, der hatte den Atomdrip und ist einmal mit seinem Fahrrad übers Meer gefahren. Also das war... Oh, what is this? Kilian, Gold mit Textur. Please tell me. Das ist dann die, glaube ich, die Secret Rare. Ja, SEC, Secret Rare. Die hat eine Textur, die hat eine Oberfläche, die Karte. Ja, die ist halt die Secret Rare und davon gibt es dann nochmal eine Old Art. Aber das ist schon mal lustig. Das ist nicht mal die Old Art oder was? Die Karte sieht aus, hätte ich gerade die Rente gezogen. 1,80 Euro wollt ihr mich ficken? Das ist wirklich so. 1,80! Ja, es tut weh. Hört einfach warm. Aber ich sehe gerade, die Secret Rare, also die Old Art von dem ist auch gar nicht mal so viel teurer. Old Art ist bei dem. Sieht aber sick aus, aber hä? Sonst waren alle Secret Rares, die wir gezogen haben, irgendwie im 15er Wert oder so. Ja, das war dann meistens dann die Old Art von der Secret Rare. Kriegen wir noch eine Old Art denn garantiert? Oder ist das jetzt der Hit aus der Box? 1,80 Euro. Wir hatten jetzt quasi zwei Secret Rares, sind immer pro vier Boxen. Also, du hast jetzt auf jeden Fall schon mal die da, aber Old Art ist halt nicht immer hier. Secret Rare? Old Art ist ja quasi, ja. Uiuiuiui. Usabo? Mhm. Ohina, ja. Das ist eine Personalität auf jeden Fall, also. Was ist so die teuerste Karte? Es gibt zwei Luffys. Ja. Die beide über 1000 Euro wert sind. Aber die kriegst du nur, wenn du gefühlt 400 dieser Dinger hier aufmachst. Ja, die Manga-Karte hat, wie gesagt, 50. Also alle 50, aber es gibt ja drei Stück. Ist ja nicht garantiert, dass du die Luffy-Dinge bekommst. Deswegen kannst du auch ein bisschen mehr hebeln. Aber das ist echt, ja, das ist wild. Also Tom meinte, der will auch nochmal nachshoppen. Vielleicht sogar auch japanisch. Wenn wir dann vielleicht gucken, ob wir im Dezember nochmal zusammen hebeln können. Hey. Ja, das sind auch hier Charaktere dabei aus Skype hier. Das ist auch recht am Anfang. Das ist mit den ganzen auf der Insel in der Luft quasi. Ich weiß nicht, ob da irgendwas liegt. Da gab es auch einen Typen, der die ganze Zeit Seine, der mit der Blitzfrucht und sowas. Das schwebende Insel, da klingelt irgendwas? Oder verwechsel ich das gerade mit Dragon Ball? Nee, das ist, wie gesagt, das war eine Insel in der Luft quasi so. Das war dann quasi ein Arc. Mal schauen, wie du das siehst. Kainuka. Payne hat seinen Jersey bekommen von Big. Ja, die sollten jetzt alle bei euch eintrudeln. Die Big Jerseys. Ja. Oda und Fibu hatten ihre auch noch nicht. Die kriegen die mitgebracht nach Montpellier morgen. Ich hatte meins ja schon. Also wir werden dann aus dem Stadion auch mit dem Trikot casten. Jawohl. Schon wieder Retäter, ich spiel's nicht. Ich hab jetzt vor, bald Disney Locana zu lernen. Aber bisher habe ich die Boxen, die ich hier aufgemacht und gezogen habe, habe ich die Karten Kilian geschickt. Kannst du das schon spielen? Aha. Das CCG? Damit habe ich mich noch nicht genau befasst, wie man, also nicht. Also auf Japanisch ist wahrscheinlich eh auch schwierig, wenn er. Naja, die Sachen. Ich weiß, was drauf steht. Muss ich noch ein bisschen weiter lesen, bis ich bisschen weiter lernen, bis ich soweit bin. Die Namen und sowas sehe ich, also die normalen Sachen kann ich aussprechen, aber wie gesagt, die Kanjis, da gibt es ja weiß Gott wie viel für, die kann ich ja noch nicht. Das Ding ist, die sind tatsächlich auch echt teuer geworden. Hier so eine OP01, das erste Set ist auch schon irgendwie dreimal so teuer. Ja.
Also es ist schon, also wenn du dir davon ein paar zur Seite gelegt hättest, wäre es ein gutes Investment gewesen. Mm. Oh Gott, der! Oh. Junge! Ich bin so delayed. Englisch OP kostet 400 Euro, ja, das ist krank. Ui. Horizon, Das Auge ist sogar holo. Weil die hat die Reflexion. Das ist cool. Es waren diese Leute bei Skype hier, die waren so tätowiert, die hatten so Flügel. Also ich hoffe, wir kriegen da noch einen Hit, aber eine 1,80 Euro Secret Rare ist aber bisher noch nicht das. Wie lange lernst du schon Japanisch? 160 Tage. Wieso trackst du die Tage? Ach du Heiliger. Weil es war in Duolingo halt die Tage trackt, man Streak halt. So. Ah, hier ist noch so eine Token-Karte hinter gewesen. Die sieht aber cool aus. Ja, das ist die Old Art Token-Karte, die immer dabei ist. Also Bello Bitty. Die ist geil mit Kaido und Luffy. Ich werde auseinander genug gespaced hier. Ich habe dann angefangen nach, als wir aus Japan ungefähr zurückgekommen, da habe ich dann ungefähr angefangen mit Japanisch für dich zu lernen täglich und alles. Mittlerweile. Ich habe auch mal überlegt, irgendeine Sprache zu lernen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich lernen wollte. Das ist ein cool, also. Finnisch oder so, irgendwas Skandinavisches wollte ich lernen. Oder würde mich interessieren. Ja, wenn du halt Norwegisch kannst, ja wahrscheinlich auch ein bisschen Schwedisch und Finnisch ja ein bisschen was, weißt du, so übernehmen oder so. Ja, recht nah beieinander oder nicht. Finnisch klingt so geil. Aber was bringt mir das? Wenn du mal da hingehen möchtest oder sowas, ein bisschen angenehm, aber ja. Da spricht halt eigentlich eh die meisten Englisch. Ja, eben, die sprechen perfekt Englisch. Japanisch wäre cool, weil nach Japan will ich auch auf jeden Fall nochmal. Ja. Da habe ich jetzt überlegt, dass ich nächstes Jahr im Herbst will ich gehen. Ja, vielleicht gehe ich nächstes Jahr auch nochmal, aber noch nicht im Frühjahr, wie hier Tom und Bernie machen wollen. Ich will auf jeden Fall, also wie gesagt, bis dahin geht eh nicht, aber im Herbst vielleicht da nochmal andere Jahreszeiten mitnehmen, das ist halt auch richtig geil im Herbst. Ja. Vielleicht auch nicht so viele Touristen, aber wobei wahrscheinlich immer so sein. Bei mir wäre auch Richtung Herbst erst, weil im Sommer sind die ganzen Events. Ja. Ich meine auch so September, Oktober rum. Oh, Baby Five. Das Jubiläumsding nervt, aber ich kann es auch nicht ausmachen. Du kannst es auf die Blacklist setzen, aber das ist so shit. Oh, kann das Mod machen? Ich weiß nicht, wie es geht. Danke, Export Brutus, Terok, Fett, Anton und Lizard. Das ist so ein nerviges Drecksfeature, also. Naja, das ist halt echt. Also warum der ganze Chat, 90% vom Chat ist nur Leute, die auf diesen Button drücken. Ja, die Leute im Chat, die das da posten, wissen ja manche nicht so, dass das ja denkt so, oh, ja, und dann stimmt es ja nicht mal. Alles Gute. Ja, und dann ist halt einfach off. Hey, who is this? Ja, das ist Nico Robin. Echt? Ja. Jesus, ist das passiert das auch so im Manga? Den muss ich mir dann vielleicht doch mal reinziehen. Da gibt's einige Panels, sage ich dir, da wo ein bisschen also wirklich Oda ist safe on Horny Watch, also wirklich. Vielleicht bin ich doch nochmal bei One Piece, die steve ich mir nochmal extra die Karte. Also. Full Common Karte, aber die wird gesleeved. Sommer ist auch viel zu warm und hohe Luftfeuchtigkeit in Japan. Ist gar nicht geil. So wie wir da jetzt waren, war ein paar Tage auch schon gut warm. Im März, April rum, wo wir waren. Wenn du ein bisschen länger geblieben hast, echt da wirklich auch nur 30 Grad und sowas schon. Ja, da gehe ich down. Dalo war ja jetzt im Sommer bei 40 Grad. Das könnte ich dann auch nicht so enjoyen, glaube ich. Er hat einfach eine Gabel im Gesicht. Besteck. Virgo. Aber geil, wie die so reflektiert, so viele Sachen auf der Karte, so einzelne Zeug. So. Also die sind auch echt dick, die Karten. So eine Pokémon-Karte, die Brüste und so, die ist schon fast durchgeknickt. Die sind qualitativ halt auch einfach gut, die Karten. Ist das ein Schafshund?
Das ist ja auch von Skype hier. Da gibt es auch Geister. Also wie gesagt, das finde ich halt auch dieses Coole, so diese ganzen Ränder sind quasi alle, das gehört zum Spielen so, dass du quasi, du hast so diese Liederkarten von den einen, das ist quasi immer farbig. Zum Beispiel die gelben, alle sind jetzt zum Beispiel aus Skype hier. Dann gibt es die roten hier, alle sind von der Revolutionsarmee. So blau ist dann hier die Marine. Und dann quasi baust du dein Deck quasi immer darum. So. Welche, die kannst du nicht mischen, oder was? Doch, doch, die haben dann zum Beispiel diese Liederkarten, sind dann so zweifarbig. Ja. Dann kannst du dir darum, baust dann quasi dein Deck und so. Cool. Luffy-Eventkarte. Also gefühlt sind das so viele Charaktere, ich weiß gar nicht, ob ich mir die ganzen Namen merken könnte. Ja, ich habe jetzt schon wieder, wo ich hier Mulan geguckt habe, habe ich schon wieder vergessen, wie der Bösewicht hieß. Hab ich Mulan gestern angeschaut? Nee, Mulan haben wir vor einem Monat geguckt. Gestern haben wir hier nicht Trapped, hier Rapunzel, Tangled. Ah. Aber nur angefangen. Ah, okay. Das ist dann zu spät geworden, weil wir heute Morgen schon um 5 Uhr zum Flughafen mussten. Franz ist ja gerade bei der Family. Okay, dann war schon zu spät. Also haben nur die erste Stunde geguckt, aber bis dahin aber ist ja geil. Dieser neuere, glaube ich, schon ist in dieser. Ja. Oder? Der war, okay. Sah relativ neu aus. Hui, ist das eine Altart? Super rare. Kit. Nee, das Warte. Ist. Das war immer nur die, weil du musst ja immer, Alter, das ist ja immer Sternchen dran. Ah, okay. Sternchen. Ja, dann nicht, aber da war ich wieder irritiert, weil das Artwork über den Rand geht. Mhm. 10 Euro, das war die beste Karte, die wir bisher gezogen haben. Ja, das... Okay. Ein dickes 8-Pack. Auch Kratos. Von der Revolutionsarmee. Ist auch ziemlich cool. Geht generell halt, wie gesagt, wie viele Charaktere oder sich da einfallen lässt, irgendwas draus erfinden und sowas. Wie gesagt, es gibt ja echt tausende an verschiedenen Charaktere, die halt echt einzigartig sind. Deswegen der beste Anime, beste Manga. Aber die haben ja auch im Deutschen oder Englischen keine eingedeutschten oder eingeenglischten Namen, oder? Oder zum Teil. Nee. Also heißt Luffy auch Luffy im Japanischen? Nee, wie gesagt, die können ja, also der heißt ja Ruffy im Deutschen. Ja. Aber die können ja keinen. Elsa. Das hört sich ja bei denen quasi anders an, die Japaner. Oh. Die sagen ja. War auch kein Sternchen. Nee, nee. Ja, warum hab ich, Uta. Nee. Ulti. Ich gerade. Ulti, ganz genau. Mir nicht eingefallen. Da sind auch. Aber ein Schnittchen. Und ein Secret Rare. Oh, ich glaube, wir haben einen fetten Hit hinten. Ja, boah, mein Gott. Die letzte Karte biegt sich rein, und die hat irgendwie so einen ganz wilden Rand. Vielleicht ist es aber auch nur eine Eventkarte. Ja, Eventkarte. Mann, wir haben so geteased, wir haben so gebaitet. Also, sie sehen auch krank aus eigentlich, oder weil dieser Rand ist immer cool. Ja. So, einfach so. 2 Packs haben wir noch in der Box. Also, bisher war die. Ja. Ich meine, die goldene Karte sieht sick aus, aber. Die ist nicht wert. Aber wir haben ja heute 2 Boxen. Ja. Dann müssen wir das nächste Mal wieder mit Tom machen, weil mit Tom hat es geklingelt. Ja. Auch keine Old Art. Aber auch mit. Das ist auch am Rand. Die Saru. Das ist auch ziemlich cool. Und wie die auch wieder aussieht, die ist auch so clean, Alter. Also, das machen die wirklich gut, wie die Karten aussehen. 4,20 Euro. Ja, hast du da echt keine Karte, wo du denkst, oh, diese, oder so recht langweilig so, sondern wirklich. Sieht immer recht nice aus.
Okay, letzte Karte aus dem Set. Gar keine alte Art gab es in der Box. Shirahoshi. Mhm. Der heißt aber nicht Ruffy, weil die das eher nicht aussprechen können, sondern weil die es im Deutschen damals falsch übersetzt haben. Weil sie davon ausgegangen sind, es sei so. Da es aber für die Aussprache besser war und authentischer rüberkam, hat man es dabei belassen. Lol. Das ist die echt hatten so? Das im Englisch, da, weil die, das hatte zuerst jemand anderes ausgestrahlt, weil die noch nicht, glaube ich, die Rechte dafür hatten auch. Und dann hieß auch nicht Zorro, sondern Solo einfach. Und die hatten das dann quasi auch einfach irgendwann dabei gelassen, weil du nach weiß Gott wie viele Folgen das auch nicht mehr einfach so ändern konntest oder sowas. Also der heißt gar nicht Zorro, der heißt... Doch, aber bloß, wie gesagt, das war dann das Englische oder sowas. Achso. Weil dann quasi als bei uns als ausgestrahlt worden ist, war da irgendwas mit den Rechten zum Beispiel, wer das dann ausstrahlen darf, wurde, war damit irgendwas. Ja, jetzt hast du gesehen. Where? Lass mal die Secret Rare und den anderen liegen. Also Kaido ist auf jeden Fall... Leider. Also die Box war nicht gut. Also wie gesagt, die Secret Rare, die könnte halt auch einfach mal All Art sein. Aber es könnte nicht. So eine alte Art müssen wir ja wohl kriegen heute. Was Dickes. Okay. 50-50. Entweder jetzt hieß es was komplett Krankes oder nicht und los. Box 2, die fühlt sich auch besser an. Die fühlt sich auch viel schwerer. Die ist schwerer. Da sind die dicken Holos drin. Danke, Freitschicken. Oder höchstpersönlich hat die eingepackt, die Karte. Wo liegt so eine Box preistechnisch? Lass mich gucken. Die Japaner liegt so bei 80 Euro, 90, sowas in der Art. Ja, also OP04, so das Set davor. Bei den Card Buddies gerade 79. 479. Wie gesagt, 5% kannst du sparen mit Cortrellux, Ausrufezeichen CB. Die englischen sind was teurer, weil da mehr Karten drin sind, meine ich. Mal schauen, wie teuer dann das neueste Set ist. Ich meine, ich hätte sogar auch schon mal für 69,95 hier gesehen. Aber die sind halt immer super schnell weg, weil die Nachfrage nach One Piece ziemlich krass ist. Vor allem hier bei OP05. Wie gesagt, die sollen jetzt bestellen. Samstag oder Sonntag werden die wieder gelistet. Diese hier, die wir aufmachen, die japanischen. Werden aber wahrscheinlich auch wieder schnell weg sein. Also wenn ihr euch da vielleicht noch was holen wollt, stellt euch vielleicht einen Timer. Am 28. oder 29. sollen die wieder kommen. Ja, bei den vielleicht bei den Englisch nochmal richtig zu schlagen. Ja. Da. Jetzt passiert's. Ich kann nicht fassen, wie Tom da reingelackt hat. Der geht irgendwo hin, holt sich drei Packs und. Englisch, naja, ist mit seiner Leaderkarte da. Und hat alles. Aber jetzt passiert's auch halt einfach. Okay. Vielleicht frage ich Sascha, ob ich auch noch mal ein bisschen Englisch rumgeschickt bekomme, wenn da die Hitraten auch besser sind. Ja, Englisch wäre vielleicht auch nicht schlechter mal. Den hatten wir schon. Ja. OP05 ist so schön, dass ich mit zwei Cases reingegangen bin. Ich finde, das Weiß ist auch geil, einfach irgendwie so. Das sieht so geil aus. Ich glaube, also die sind halt recht schlicht gehalten, die Displays. Aber wenn du die alle hast und die stehen nebeneinander in deiner Vitrine oder im Regal, ist auch ganz cool. Ja, die sind halt so hochkant, das ist auch ein bisschen was anderes. Ich glaube, aber die englischen sind dann quasi so eher so normalere Booster-Boxen. Das macht auch schon was, ja. Freddy. Oh, Freddy, danke für 99 Monate. 99! Einmal. Mal gucken, ob Freddy Glück bringt. Oh, bitte, Freddy. Boom, Freddy! Kein Sternchen, aber. No! Secret Rare. Mann, das ist die Secret von Luffy halt, aber nicht Altort. Und Freddy. Ich dachte schon. Jetzt passiert's. Aber die ist schon richtig, die sieht schon geil aus. 22 Euro, ey, das ist die beste japanische Karte, die wir fast gezogen haben. Ja. Fast die beste. Aber wie gesagt, die ist halt einfach Luffy, die ist hier G5, die sieht geil aus, die ist aber auch so oder so Team. Die ist geil. Geil, okay. Dann haben wir, also bei der Box gerade war nichts dabei, wo ich gesagt hätte, würde ich graden lassen. Dann haben wir die wenigstens schon mal. Warte mal, habe ich nicht hier auch die Sleeves mit dem Pull-Tab? Doch. Und dann packe ich die mir mal direkt ein. Und dann würde ich die direkt im November mit zu PSA schicken.
Da habe ich jetzt auch die Info bekommen, ich habe wieder Returns. Also wenn ich jetzt in 2 Wochen wieder in Deutschland bin, müsste auch One Piece dabei gewesen sein, glaube ich. Ich glaube, das zweite, was wir da aufgemacht haben, ja. Ich glaube, Who's Who? Oder was haben wir da eingeschickt? Oder was von anderen? Saab? Nee. Das waren die Juni, ich glaube Juni oder Juli Returns sind das. Ja. Okay, na komm, immerhin einen guten Hit. Und eine Altart kann ich ja trotzdem noch bekommen, oder? Es gibt ja, auch ja, Super ja, Rare ja, Altart, gibt es auch. Okay. Ja, ja. Okay. Du. Aber das ist halt auch, finde ich, krank, dass die, warum ist die Qualität bei den Karten eigentlich auch so krank? Halt wirklich, dass du ja kaum wirklich Fehler mit irgendwie so irgendwie von Off-Center oder irgendeine andere Sachen. Ich weiß nicht, ja. Also alle japanischen Karten, auch bei Pokémon, sind qualitativ so viel geiler. Vielleicht, weil, weiß ich nicht. Da haben die noch Spaß. Wir sind da penibler, ja. Vielleicht werden die Leute in Japan sehr viel mehr tilt als die Leute hier, die es einfach nur hinnehmen, wenn die Karten am Arsch sind. Mhm. Aber das ist halt, also auch bei Pokémon. Das sind Qualitätsunterschiede, das ist halt echt krank. Dankeschön, Gappy, für den Resub. Kann man gerade Trackmania Fragen stellen oder ist gerade ein Pokémon? Kannst du auch fragen, ja. Also, ihr könnt fragen, was ihr wollt, aber. Dieses Wochenende passiert. Vielleicht wird nicht immer auf alles eingegangen, ja, aber morgen geht's nach Montpellier für Fiburoda und mich. Hoffentlich wird da nicht getrollt. Die hatten wir auch gerade schon. Fibo kommt einfach irgendwo anders raus. Ich hoffe, Fibo und Rode raffen sich. Ich hoffe, die Deutsche Bahn trollt nicht. Ansonsten müssen wir ein Taxi nehmen. Also wir haben nicht extra so die Zugfahrten auch gebucht, dass jeder gut Puffer hat. Und worst case muss halt ein Taxi geshoppt werden. Also daran darf es nicht scheitern. Samstag, der Stream geht 19 Uhr deutsche Zeit los. Von Trackmania Ascension. Ich habe aber vor, auch morgen dann vielleicht vom Flughafen in Paris mit Roda und Fibo vielleicht so eine halbe Stunde, eine Stunde Handy-Relive-Stream zu machen, wenn das da geht. Und vielleicht können wir am Samstag dann ja nochmal einen kurzen Handy-Stream machen vorher. Fliegt ihr früh oder so? Wir fliegen morgen alle so 14, 15 Uhr los, sind dann erst 20 Uhr da. Also ich glaube, wir sind so 17 Uhr 30 in Paris. Dann könnten wir vielleicht mal kurz live gehen. Wir haben gerade Anfragen im Discord geschickt. Für was? Mal, ich gucke. Für Samstag? Ja, sollte passen. Ja. Vielleicht kannst du kurz reinschreiben, Bruder. Sollte aber passen. Ich glaube, ich frage Sascha nochmal, ob wir die auch in Englisch bekommen. Ja. Das hat vielleicht noch was. Mein Why Not? Ich habe OP05 in Japan für 32 Euro gekauft pro Display. Das ist krank. Und die waren echt? Es waren keine Fake-Karten? Wie viel habe ich, als ich drüben war, habe ich auch überlegt, ob ich eins kaufen wollte, aber ich glaube, wie viel hat das gekostet? Ich glaube, es waren. Bei dem Store dann entweder teuer, weil ich glaube, das waren dann 6.000 oder 8.000 Yen oder sowas. Oh, die kenne ich. Oh, Koala, schau bitte. Aber 6.000, 8.000 Yen sind ja trotzdem mindestens ein Fuffi für 32, ja, genau. Ist schon 32, sehr günstig. Kann man hebeln, da kann man dick hebeln. Roda kann es bestätigen, dass das passen sollte. Ich meine, ich denke mal, ab dann sind wir. Wahrscheinlich eh nochmal durchgängig in der Arena, ich weiß es nicht. Ruhig. Warte ab, Tom, wie es gleich kommt. Jetzt, Tom, in dein Gesicht. Oh, das war schon der Hit. In dein Gesicht kommt einfach die Unterschrift rein. Und außen nichts. Also wirklich, das war, glaube ich, einer meiner einzigen Fangirl-Momente, wenn ich oder mal wirklich live sehen würde oder sowas. Oder von dem Unterschrift habe oder sowas.
Das ist, da würde ich wirklich, da würde ich stundenlang anstehen für, da würde ich alles geben. Das ist schon geil. Macht er sowas denn manchmal, weil ich weiß hier Mitsuhiro Arita, der Glurak zum Beispiel gemalt hat, der macht sowas manchmal. Da kannst du dann hingehen und deine Karte signieren lassen. Ich habe sonst davon eigentlich noch nie wirklich viel, habe mich aber auch nicht so groß damit befasst, ob der so wirklich Signing Sessions gibt oder sowas, aber ich glaube, das ist gar eher schwieriger. Nochmal anschreiben. Mal fertig. Oder macht gar nichts. Der ist einfach, der muss so am Hasseln, muss er eigentlich jede Woche, der muss zeichnen. Der muss auch nicht zeichnen halt. Da würde mich mal interessieren, was verdient so einer? Ich sag, das ist halt, also letztens, da gab es ein ganz großes Animationsstudio für Animes und sowas. Die mussten letztens einen Vertrag unterschreiben, dass sie sich nicht über die Arbeitsbedingungen aufregen dürfen. The fuck? Weil die werden da auch geknechtet. Also wirklich, da in manchen Studios, das ist das, glaube ich, echt nicht geil, weil es gut geknechtet ist. Also wenn Zeichner und Zeichnerinnen 50 Euro für einen Twitch-Emote bekommen, was kriegt so ein, ja, das ist halt so ein One-Piece-Kartenzeichner pro Design? Das ist ein Meisterwerk, was er really macht. Ein Zehner zugeschoben. Ich hoffe, lass dich da nicht abrippen. Oder zum Beispiel, der hat letztens, da gab es einen Monat lang gar nichts mehr, weil der so eine Augen-OP hatte, weil der vielleicht auch die ganze Zeit vom Close-Up-Zeichnen oder sowas irgendwie Augenprobleme bekommen hat oder so. Musste operiert werden. Dann gab es einen Monat lang nichts. Aber jetzt ist er wieder Reh. Wieder nur am Zeichnen. Also gefühlt, also jede Holo haben wir gerade auch schon gehabt. Von denen hier. Also jede, glaube ich. Ich glaube, ich habe noch keine neue jetzt gesehen. Laut Google verdient Oda im Jahr 21 Millionen. Das wiederum ist eine Summe, wo ich sagen würde, da würde ich auch ein paar Bilder für malen, wenn ich es könnte. Junge, du musst aber auch die Story, Junge, du weißt ja gar nicht, was der da kocht. Der kocht so kranke Sachen. Ja, für 21 Millionen kannst du mich in den Kochtopf reinschmeißen. Der kocht da so ready, ey. Was er da wieder diese gestern, was da wieder im Chapter kam, och Gottes Willen. Das ist halt echt so sein, so Manga hier, so Manga-Typ, der da auch mit irgendwie 20 angefangen oder sowas und dann, klar, hat's funktioniert. Kannst du das da richtig lernen eigentlich? Oder sind das alles Leute, die das so als Hobby angefangen haben? Ich glaube, das ist wirklich Hobby. Das ist, weiß nicht, ob es da vielleicht mittlerweile so Stories, du musst ja so Agencies gibt's, die da so Talent Hunting, Scouting machen. Der könnte ja wirklich sein. Ja, ich glaube, da gibt es bestimmt Ausstellungen, wo so halt so Autoren quasi so auf irgendwelche Companies zugehen können, Verleger und sowas und sagen können, ey, guck mal meinen Banger hier an. Guckt euch's mal an, vielleicht macht ihr ready oder sowas. Ich glaube, da geht schon was. Und stell mal vor halt hier, oder der macht das hier seit 24 Jahren halt. 24 Jahren kocht er hier, was der schon alles damit verdient hat. Lol. Die hatten wir noch nicht. Ja, die hatten wir nicht. Also, ich frage mich auch, ob der ein Fixed Payment bekommt oder ob das so auf Provisionsbasis ist. Von wegen, pass auf hier, du malst uns was, das kriegst du auf jeden Fall dafür und je nachdem, wie es läuft, kriegst du noch extra. Also, sowas muss das eigentlich sein. Der muss ja auch noch hier eigentlich hier Royalties haben, oder nicht? Für jetzt zum Beispiel ganzen One Piece. Irgendwie Merchandise und zum Beispiel jetzt für die Netflix-Serie oder sowas, ob der da ein Payment bekommt, dass er seine Sachen benutzen will. Also, ich glaube, der kann schon dick reinziehen auf jeden Fall. Dankeschön, Finno, für die Firma Subbombe, Mann. Ich hoffe, der lässt sich da nicht ausnehmen. Ich hoffe, der wird atomreich. Ich hoffe, der zieht sich alles rein. Ja, also wenn er 21 Millionen im Jahr verdient, dann hätte er ja schon längst sagen können, so fickt euch, ich habe keinen Bock mehr. Aber es ist halt geil, dass die Leute es dann trotzdem weitermachen. Ja. Wirklich nichts Neues dabei. Bisher haben wir eine einzige Karte gezogen. Na gut, und Luffy? Ne, die Luffy und die Secret Rares haben wir halt beide. Also wie gesagt, eigentlich ist das schon nicht schlecht, dass wir halt die zwei Secret Rares bekommen haben. Wir waren allein nicht die Old Arts. Ne? Ist halt so eine Old Art würde ich gerne noch sehen. Wir haben noch so 4, 7 Packs. Die gehen auch so gut auf, Alter. Du hast da die Risskante und jedes
anderthalbte Pack geht halt einfach so clean aus, auf, dass du die Karten so rausziehen kannst. Hm. Boah, da bin ich auch gespannt, wenn ich mit Dalu hier First Edition Base Set aufmache. Die Dinger sind fast 25 Jahre zu und die gingen damals schon nicht so leicht auf. Wir wollen den Leuten. Du willst ja nicht das Ding beschädigen, das Pack so richtig. Ja, wir wollen die Leute, die ein Pack gekauft haben, die kriegen das Pack natürlich auch mit. Also ja, dann müssen wir schon gucken, dass wir da schon reinzittern, halt schön vorsichtig machen. So First Edition aufmachen. Oh, oh, oh. Die hatten wir auch gerade schon. Ja. Ich bin ja auch krank, dass du jetzt bei One Piece zum Beispiel erst so lange gedauert hat, bis sie da so ein TCG gemacht haben von. Ja, das ist auch echt nicht früher oder so. Echt spät eigentlich, dafür, wie lange es One Piece schon gibt. Ja. Oder auch bei Disney oder sowas jetzt, also. Aber an sich halt vielleicht gemerkt, ist geil. Wieder Kizaru. War auch schon. Man plant, First zu öffnen. Am 5. November machen wir das auf um 14 Uhr. Sonntag. 5. November. 14 Uhr soll der Stream live gehen. First Edition Base Set Deutsch. Es gab vor 15 Jahren schon One Piece TCG, sagt Lumi. Lumi, vor 15 Jahren, da war ich 7. Hm. Weiß ich doch nicht, Lumi. Kann sein. Ich glaube, Lumi hat mir mal Bilder geschickt. Die hatte da so richtig, das waren so echt schon alte Karten. Oh. So. Eine Eventkarte, die wir noch nicht hatten. Ja. Enel. Enel. Ja, vielleicht war es damals waren Leute nicht auf diesem TCG-Grind und jetzt mittlerweile ist halt, keine Ahnung, ist das der Shit. What does this mean, Kilian? Token-Karte. Yes, die hatten wir aber noch nicht. Bello Betty. Oh, Vivi. Ah, ne. Drei Packs noch. Cup of the Day gespielt. 5 Minuten für 3 Packs. Aber das können wir eigentlich mal wieder machen. Ja. Die hatten wir auch noch nicht. Den auch noch nicht. Hier ist nochmal. Bum, bum. Komischen Namen. Lindberg, ah ja. Die hatten wir auch noch nicht. Wie war die Hit-Chance auf einer Altart? Es gibt ja quasi von allen Altart, von jeder Karten quasi so. Also quasi. Du hast eine quasi Rare pro Box, auf jeden Fall eine Super Rare pro Box. Dann hast du die Leader-Karte, die halt einmal pro 6 Booster-Boxen drin ist. Ja. Dann hast du Secret Rare, einmal pro 4 Booster-Box. Und dann quasi Special Rare ist eine pro 12 Booster-Boxen. Noch weiter. Ich weiß nicht, ob das quasi die einfach der Slot ist jetzt zum Beispiel, dass du in allen, glaube ich, 4 in allen, ja, also alle 4 Booster-Boxen quasi eine Secret hast und die kann halt mit irgendeiner Wahrscheinlichkeit Old Art sein oder nicht halt, das weiß ich gar nicht. Ja, also haben wir theoretisch eigentlich Glück gehabt, dass wir 2 Secret Rares gezogen haben. Ja. Weil es nicht garantiert ist, dass in jeder eine ist. Okay. Ja. Dann sind das die beiden Secret Rares. Die eine 1,80 Euro. Und die immerhin 22 Euro. Die geht auch zu PSA. Die ist geil. Naja, dann werde ich gleich Sascha nochmal eine Nachricht schreiben, dass wir... Sascha, wir brauchen Englisch. Japanisch bringt uns ja leider nach wie vor kein Glück. Aber wir bleiben dran. Irgendwann kommt der Tag, wo Kilian und ich uns auch mal was Schönes aus der japanischen Box hier holen. Mal was belohnen. Aber immerhin einen Luffy. Okay. Kaido ist 7 Euro, nicht 1,80. Oh, da hat jemand einen falschen Preis recherchiert. Das haben aber zwei Leute geschrieben. Aber ja gut, 7 Euro ist aber auch nicht so, als ich sage, die würde ich zu PSA schicken.
Okay, ja, dann warten wir mal den November ab. Vielleicht klappt das ja nochmal mit einer englischen Box. Nochmal für die Leute, die es gerade auf Twitch sehen. Kalender eintragen, 5. November, 14 Uhr, Sonntag. Dan und ich machen First Edition Base Set auf Deutsch. Und ja, dann gehen wir jetzt in Trackmania Cup of the Day rein. Wenn ihr ein paar Karten kaufen möchtet. Perfekt, 19 Uhr. Echt perfekt. Wenn ihr ein paar Karten kaufen möchtet, schaut bei den Card Buddies vorbei. Ausrufezeichen CB im Chat. Gibt's One Piece, Dragon Ball, Pokémon, Zubehör. Es gibt Magic. Es gibt Panini, Metazoo, Digimon, Dragon Ball. Kriegt ihr alles da und ihr könnt 5% sparen mit dem Code Treluxa, wenn ihr Bock habt. Dankeschön fürs Zusehen. Wir gehen Trackmania daddeln. Danach noch ein bisschen CS. Und bis zum nächsten Mal. Later!